Baseline. Hallöchen und grüßt euch! Heute möchte ich euch einen kleinen Tipps und Tricks Guide mal wieder liefern. Und zwar möchte ich euch zeigen, wie ihr diesen Lifeguard Blazer von den Rettungsschwimmern, der sich nur am Strand befindet, ganz einfach modifizieren könnt. Wahrscheinlich wissen schon ein paar von euch, dass man ihn gar nicht auftun kann, denn viele werden es wahrscheinlich schon versucht haben, in Los Santos Customs mit dem mal reinzufahren. Aber ich zeige euch, wie ihr dieses ganz einfach umgehen könnt und dann am Ende des Tages doch noch einen aufgerüsteten, voll aufgerüsteten Lifeguard Blazer in eurer Garage haben könnt. Aber erst einmal, bevor ich damit anfange, möchte ich euch nur sagen, dass ich eigentlich jetzt, wenn ihr dieses Video seht, schon mein Top Secret Locations Video oben haben wollte. Das ist ein Special, das geht über 12 Minuten voller geheimer Orte. Und zwar habe ich das nämlich direkt nach meinem Special aufgenommen, weil ihr da so nette Kommentare runtergeschrieben habt. Und ich meine, das hat schon über 500 Likes nach so kurzer Zeit. Und so wird es garantiert eine neue Ausgabe von Zeitraffer in Los Santos geben, garantiert, Freunde. Und das hat mich dann so motiviert, dass ich einfach mitten in der Nacht eine neue Top Secret Locations Folge aufgenommen habe. Und ich hoffe, sie wird euch gefallen. Und da gehe ich auch nochmal aufs Special besonders drauf ein. Aber ich wollte euch jetzt erstmal doch diesen Trick liefern und dann heute Abend ist das Video dann oben und wie gesagt, werde ich dann noch ein bisschen auf Special drauf eingehen. Das haben sich ja auch ein paar Leute gewünscht und da habt ihr auch völlig recht. Das werde ich machen, aber jetzt, wie gesagt, erstmal der kleine Tipps und Tricks Guide. Ihr habt ja gerade die Location gesehen für die Leute, die diesen Lifeguard Blazer noch nicht kennen. Dort hat sich's befunden und hier müssen wir jetzt dann einfach erstmal beweisen, dass man das wirklich nicht modifizieren kann. Halt für die Leute, die, wie gesagt, das nicht wissen, wo sich dieser Wagen überhaupt befindet und ob man ihn wirklich nicht auftun kann. Ihr seht, das Tor ist aufgegangen, aber nicht wegen mir, also da als ich reingefahren bin, sondern weil da vor mir einer mit seinem Sentinel Cabriolet reingefahren ist. Und jetzt wollen wir das Fahrzeug ja auftunen. Dafür müssen wir jetzt einfach die iFruit App installieren auf unseren Smartphones oder wie ich es gemacht habe auf dem iPad und dann mit einem anderen Fahrzeug aus der Garage rausfahren. Ihr seht, ich bin ohne einen Trick einfach in die Garage reingefahren, sonst hätte ich es euch auch nochmal extra gezeigt. Natürlich wäre es für irgendwie ein anderer Glitch benötigt worden, um in die Garage reinzufahren. Und deshalb habe ich es so kurz geschnitten, also nicht wundern. Und dann fangen wir einfach mit dem Auto, also wichtig, das muss irgendein Auto aus der gleichen Garage sein, in der euer Lifeguard Blazer jetzt steht. Und dann fahren wir damit raus und dann können wir die iFruit App starten. Und ich zeige euch jetzt mal ein paar Screenshots, weil ich nicht aufnehmen kann übers iPad. Und da sehen wir jetzt hier, wie verpixelt so rot ist dieses Art Blazer, dieses Lifeguard Blazer. Man erkennt da gar nicht ein Fahrzeug, aber man sieht die bestimmten Stellen, die man modifizieren kann. Und würde man da jetzt nach unten scrollen, könnte man richtig viel modifizieren. Ihr werdet gleich nochmal eine Rechnung sehen, wie viel ich da ausgeben muss für dieses Bike, aber am Ende ist es ein richtig geiles Bike. Es gibt nur einen Haken, dass man die Lackierung auswählen kann, aber keine Lackierung wird auf dieses Lifeguard Blazer übertragen, bis auf Chrom. Allerdings habe ich leider Chrom noch nicht freigeschaltet gehabt, deshalb können wir es jetzt hier leider nicht sehen, aber Chrom funktioniert zu 100%. Ihr werdet sehen, dass ich, glaube ich, gelb lackiert habe und das geht nicht, warum auch immer. Und um überhaupt in diesen Bildschirm hier zu kommen, müsst ihr diese iFruit App starten und dann oben links auf Los Santos Customs klicken. Das ist wie so in echt an den Smartphones eine App, so ein kleines Viereck. Da drückt ihr rauf und dann seht ihr schon eure Fahrzeuge, müsst dann nur noch nach diesem Blazer suchen und dann müsst ihr ihn nur noch hier aufrüsten, wie ihr es gerade seht, könnt dann alles anklicken und dann seht ihr am Ende diese Rechnung hier. Und da gebe ich jetzt über 100.000 auf, weil ich mir nur das teuerste gegönnt habe. Das ist gerade gut genug. Und das ist dann jetzt jedenfalls einfach bestätigt, nachdem ihr auf Akzeptieren gedrückt habt. Und nach ganz kurzer Zeit, 1 bis 2 Sekunden, sollte schon links über eurer Karte diese Nachricht kommen, dass von Los Santos Customs der Auftrag bestätigt worden ist. Und dann können wir einfach in die Garage zurückfahren, in der auch unser Lifeguard Blazer steht. Und wir werden jetzt auch gleich schon mal feststellen, ich werde es euch zeigen, dass die Beschleunigung und das Tempo dieses Fahrzeugs so unnormal nach oben geschossen ist. Und wir sehen auch schon in der aufmerksame Zuschauer zumindest, dass wir schon andere Felgen optisch drauf haben. Die Farbe, wie gesagt, hat sich leider nicht geändert. Ich habe Chrom nicht zur Verfügung gehabt, aber wir sehen ja, dass die Felgen sich schon geändert haben und gleich kommt noch was richtig Lustiges, was ich richtig cool finde. Eigentlich finde ich es ja gar nicht so schlimm, dass man die Farbe nicht ändern kann. So wirkt dieses Teil am ersten Augenblick ziemlich unscheinbar, aber dann am Ende, wenn ihr mit euren Kumpeln Rennen macht, ihr habt vielleicht sogar euer aufgerüsteten Lifeguard da und er hat einfach nur diesen normalen, sich gerade vom Strand gepolt und dann fahrt ihr ein Rennen und ihr gewinnt einfach mal. Ihr könnt ihn damit so beeindrucken. Aber jetzt sehen wir erstmal, dass ich noch Reifenqualm habe. Also das hat sich optisch dafür auch noch geändert. Nur die Farbe, wie gesagt, nicht. Ich hoffe, dieses kleine Tipps und Tricks Video hat euch gefallen und ich hoffe, dass ich euch hiermit etwas Neues beibringen konnte. Wenn ja, dann freut es mich natürlich und ich würde mich wie immer dann auch über eine Bewertung freuen und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video sehen. Bis dahin, euer... This is how we rock in Melbourne.